überrasch mich bei dir. Oh, wieder Säure. Ui. Blende dich. Boah. Alter Schwede. Ja, wer kann's wohl sagen. Bitte schön, die Dame. Moin. Moin. Es grüßt noch Deutschland, das, die Rheinebene, ne? Aber sowas. Aber sowas. Das ist die bezaubernde Frau Dr. Heiderin Zepazabel. Ich bin Annette. Hallo. Hallo, freut mich. Annette ohne E am Ende. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Ich bin der Horst ohne E am Ende. Ne? Meine Frau macht immer ein I dran, Horsti. Wo wir einmal dabei sind, bist du verheiratet? Nein, ich bin ledig. Ledig? Ja. Wo bist du denn so richtig ansässig? Ich wohne in Norderstedt, das ist gleich an der Grenze zu Hamburg. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin Intensivkrankenschwester, aber jetzt nur noch im administrativen Bereich tätig. Ja. Wo hast du denn diesen wunderschönen Ring her? Den habe ich von meiner Großmutter geerbt. Das ist schön. Das heißt, Mama hatte den auch zwischendurch? Mama hatte den im Safe. Ja. Meine Mutter war nicht so eine Schmucktante. Die hat auch immer gesagt, das glaubt sowieso keiner, dass der echt ist. Der sieht ja aus wie ein Rheinkiesel. Sie war aus Duisburg. Ja, der hat sie in die Ruhrpottler, ne? Genau. Und ja. Ich habe ihn dann, also ich mag Schmuck sehr gerne, aber mir ist er ein bisschen zu groß. Weißt du, genau das ist der Punkt. Wenn man den tatsächlich normal tragen würde, genau, würde niemand mehr glauben, dass er echt ist. Und ja, somit würde ihn auch keiner klauen. So, jetzt lassen wir Heide reden. Ja, eine wirklich beeindruckende Größe. Ich habe ihn ausgemessen. Es ist ein Brillant, also mit 57 Facetten, 58 Facetten. Unten die Spitze ist auch noch mal angeschliffen worden. Ich denke, er bringt um die 3 Karat auf die Waage. Boah. Um die 3 Karat muss ich auch deswegen sagen, weil der Schliff nicht modern ist, sondern es ist ein sogenannter Brillant im Übergangsschliff zwischen Altschliff und modernem Brillantschliff. Und er hat nicht ganz die Höhe, die da einem Brillantschliff bei diesem Durchmesser entsprechen müsste. Also er ist ein bisschen flacher geschliffen. Zur Reinheit kann ich sagen, ich habe ganz kleine Einschlüsse unter der Tafel gesehen und auch an den Seitenfacetten. Aber er sieht gut aus insgesamt. Die Einschlüsse sind nicht zu groß und auch nicht dunkel. Und von daher SI1 zu bewerten, also Small Inclusions. Unterscheidet man nochmal zwischen 1 und 2 bei dieser Größe. Na, und darüber hinaus die Farbe, was ist leicht zu erkennen, also er ist getönt. Man würde hier schon fast sagen, Faint Yellow, international, also leichtes, schwaches Gelb. Mhm. Aber es ist kein Fancy. Nein. Nein. Die Entourage hier rundherum aus 8-Kant-Diamanten und hier die Schultern jeweils auch mit 8-Kant-Diamanten besetzt. Mhm. Und gestalterisch kann ich sagen, was hier auffällt, der Ringkopf in 3 Partien geteilt worden. Die sind alle bombiert, Schultern und hier eben auch. Es ist viel Material angeschoben worden und auch die Zarge ist hier aufgebaut worden und sogar mit einem kleinen Wulst versehen worden. Das erzähle ich deshalb, weil er unterscheidet sich von solchem Schmuck, weißem Schmuck, der da schon um 1900 sehr beliebt war und auch deswegen aufkam. So teigig, wie die Fassungen gearbeitet sind und so bombiert die einzelnen Partien gearbeitet sind, ist er auf die 30er, 40er Jahre zu datieren. Die Ringschiene ist... Die Ringschienen und das gesamte andere Fassmaterial aus Weißgold, ich habe es getestet, 585er. Auch die Ringschiene hier, zungenartig wie eine Klammer, greift sie den Ringkopf. Ist auch ganz typisch für diese Zeit. Heide, hat sich darauf jemand verewigt, der ihn gemacht hat? Nein, es gibt keinen Herstellerhinweis und es gibt auch keinen Legierungshinweis. Deswegen habe ich ihn getestet. Mhm. Aus dem Test geht eindeutig eben 14-karätiges Gold hervor. Was sagt der Zustand? Der Zustand ist sehr gut. Also er wurde offensichtlich wenig getragen. Auch die Steine sind auch vollständig, auch die 8-Kant-Diamanten. Was würdest du denn gerne haben wollen? Also ich war mal beim Experten von Sotheby's mit dem Ring. Und der sagte so 8.000 bis 10.000. 8.000 bis 10.000 wäre auch so mein Wunsch. Und was sagt unsere Schmuckbeauftragte? Ja, also ich würde ihn natürlich auch hart am Markt bewerten und nur geringfügig auch die Gestaltung bewerten. Und deswegen würde ich hier den Stein schon gut und gerne auf ja, circa etwas über 11.200 bewerten. Durchaus. Den Stein. Jetzt kommt ja noch ein Ring dabei. Da würde ich 230 Euro sagen. Er wiegt ja nicht allzu viel. Das kommt noch oben drauf. Ich würde mal vorsichtig dran gehen, weil solche Steine kann man im Handel auch nicht so ohne weiteres erwerben. 12.000, 13.000 würde ich ja schon sagen. Ching. Ching der Rastabum, könnte man auch sagen. Das ist der Wert. Wäre schön, wäre schön. Ja, also ich sag mal so, das ist der Wert. Wir haben deinen Wunsch, wir haben den Wert. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, hoffe ich, vielleicht auch drüber. Schauen wir mal. Das machst du mit den Händlern jetzt alleine aus. Dankeschön. Da geht's rüber, meine Lieben. Vielen Dank, schönen Tag. Bitte schön. Ebenso. Tschüss. Bist du gescheit? Das ist aber ein fettes Teil. Ein Traum. Ja.
muss mal kurz so tun, als ob. Der hat wie viel Karat, Wolfgang? Ich sehe es von hier nicht, aber mindestens drei, aber es können mehr sein. Der wird jetzt hier einmal rumgeführt. Wolfgang. Karin. Wow, wunderschön. Toll. Also im Verhandeln bin ich nicht so gut. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme und nicht zu früh Ja sage. Hallo. 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 Hallo, die Dame. Ein so einen zierlichen Ring, den Sie mitgebracht haben. Schön, ne? Also ein bombastischer, schöner Ring ja. ist das. Es ist für uns jetzt schwierig, die Größe des Mittelsteines zu schätzen, weil er ist nicht ganz so tief, wie er normalerweise sein sollte. Haben das die Experten genau. auch gesagt? Ja, es ist Übergang vom Altschliff zum Brillantschliff, ja. hat 58 Facetten. Und Frau Dr. Heilritze Pazabe sagte so 3 Karat. Dieser Very Small, hat das die Heilige? SI1. Jeder Wasserfall beginnt einmal mit einem Tropfen. Und mein erster Tropfen ist 3.000 Euro für Sie. 3.300 bei mir. 4.000 Euro. 5. 5.500 Euro. 5, 6. 6.000 Euro. Far, far away vom Preis. Ich sag 6, 5. 7.000. Ich sag 8.000. 8, 5. Wahnsinn. Die Expertise war wesentlich höher. Der Stein alleine schon 11,2. Und insgesamt 12.000 bis 13.000 der Ring. Ich würde noch 9.000 anbieten. 9, 5. Na, servus. Da bin ich nicht mehr dabei. 9.600. Ich höre den 10.000 Euro anbieten. Wahnsinn. Das ist ein ganz ein starkes Gebot, da möchte ich jetzt nicht mehr drüber gehen. Ist das für Sie auch ein starkes Gebot? Na, noch ein bisschen zu wenig. 10.5. Mhm. Ich würde 10.5 Ihnen anbieten. Mhm. Ich müsste allerdings eine Überweisung machen. Ich würde jetzt 2.000 Euro anzahlen und den Rest würde ich Ihnen per Blitzüberweisung überweisen. Das ist in Ordnung. Können wir es so machen? Machen wir so. Ich freue mich riesig. Ja. Ein toller Verkauf. Ich freue mich auch, dass es zu einer netten Dame ja. kommt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Das ist mein schönes Schmuckstück. Ich danke Ihnen ganz von Herzen. Dankeschön. Viel Spaß beim Ausgeben. Wiedersehen. Danke. Tschüss. 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 Wahnsinn, Herr Bauer. Ah, der ist so schön. So viel Geld. Unfassbar. Ja.